Ich bin also zum Stadion gefahren, zum Ronhof hieß das damals noch so, und habe dort auf dem Aschenplatz geparkt, links neben dem Stadion, üblicherweise der Parkplatz für die Presse, rein ins Stadion und du gehst dann parallel zur Seitenlinie bis zur Mittellinie, bis zum Spielereingang, zu diesem Spielertunnel. Da bist du dann durchgegangen. Rechts vorne war sofort die Kabine der Gäste, links dann die von der Spielvereinigung Greuther Fürth. Und die zweite Tür rechts war dann der Presseraum. Also ich da rein und wie so ist, hallo, Kollegen getroffen, ein bisschen geplauscht, nimm dir mal einen Kaffee. Ja, nimm dir mal einen Kaffee in Fürth. Das ist mal gar nicht so einfach. Fürth ist wahrscheinlich das gesundeste Stadion oder zumindest der gesundeste Presseraum überhaupt. Tee ohne Ende in allen möglichen Variationen. Kaffee musst du allerdings suchen. Das ist also nicht so ganz üblich offensichtlich. Tee spielt bei der Spielvereinigung Greuther Fürth ja sowieso eine ganz große Rolle. Und ich glaube, das allererste Mal in einem Presseraum gab es Brezeln. Ja, Fürth ist Franken, aber auch irgendwo Bayern. Und die gab es da zu essen. Sehr lecker, fand ich. Also, ich glaube fast, das war das gesündeste Spiel, was ich jemals kommentiert habe. Ich bin danach nochmal in Fürth gewesen und die Situation hatte sich nicht verändert. Tee ist immer noch die große Nummer bei der Spielvereinigung Greuther Fürth.